ein Dieselmotor mit Druckluftkompressoren auf einem Dampflokfahrgestell. In den 20er Jahren experimentierte die Deutsche Reichsbahn mit Großdieselloks. Das Problem war damals, eine günstige Form für die Kraftübertragung zu finden. Dieselhydraulisch bzw. dieselelektrische Systeme steckten noch in den Kinderschuhen. Im September 1924 wurde die V-120-001 in Dienst gestellt. Ein U-Boot-Motor mit 1200 PS trieb hier Kompressoren an, die wiederum genug Druck erzeugten, um die ehemaligen Dampfzylinder des Fahrgestells anzutreiben. Ein Kuriosum, welches sogar funktionierte. Die Lok wurde von der Maschinenfabrik Esslingen gebaut und für Testfahrten auf Steilstrecken im Raum Stuttgart benutzt. Sie bewährte sich, aber es gab Probleme. Die Erzeugung der Druckluft war sehr energieaufwendig und der Wirkungsgrad bzw. die Effizienz dieses Systems war sehr schlecht. Zudem ergab sich eine riesige Hitzeentwicklung. Die Kompressoren und die Motoren mussten mit übergroßen Wärmetauschern an den Enden der Lok gekühlt werden. Nach einer letzten Testfahrt über die Geislinger Steige mit einem Güterzug wurde die Lok schließlich 1935 abgewrackt.